Der Gartenhof ist eine Biogärtnerei im hessischen Bad Nauheim. Hier zwischen Rosenstöcken und Kräuterbeeten lebt Max Brian. Doch der Blogger kennt auch andere Zeiten. 2010 verliert er seine Hamburger Wohnung und landet auf der Straße. 1,5 Jahre macht er Platte, schläft draußen. Dann startet er eine Radtour durch Deutschland, um endlich eine Wohnung zu finden. Unterwegs filmt und fotografiert er seine Erlebnisse und stellt sie via Facebook ins Netz. Als Online-Tagebuch eines Wohnungslosen. Übers Netz kommt Brian, der es gewohnt war, gemieden zu werden, plötzlich wieder mit Menschen ins Gespräch. Der Zuspruch von den Leuten, die kamen, das war halt auch immer wie so ein Motor. Also wenn man jetzt quasi ein Feedback kriegt, also einen Kommentar kriegt, wo dann drin steht, ja, hast du toll gemacht, schöne Bilder und so. Ja, für mich war das immer so ein Motivationsfaktor, es noch besser zu machen, ja. Das Internet verbindet eben nicht nur Menschen mit festem Wohnsitz. Und für Obdachlose, die ohnehin nur schwer Kontakte pflegen können, ist freier Zugang zum Netz umso wichtiger. Das beobachtet Sozialarbeiter Stefan Karrenbauer am frei zugänglichen PC-Arbeitsplatz des Straßenmagazins Hinz und Kunst beinahe jeden Tag. Das sieht man, dass der eigentlich immer genutzt wird. Sogar zum Ende des Monats, wenn ja relativ wenig los ist, ist der PC-Platz eigentlich immer in Betrieb. Und ich sehe eben halt auch, dass daran gearbeitet wird. Also die schreiben eben auch Bewerbungen im Internet. Denn auch wer keine Adresse und Telefonnummer hat, der ist über Facebook oder per E-Mail für potenzielle Vermieter und Arbeitgeber trotzdem erreichbar. Auch Behördenangelegenheiten lassen sich leichter online organisieren. Trotzdem stehen in Wärmestuben und anderen Anlaufstellen für Obdachlose nur wenige und meistens veraltete Computer. Das Angebot reicht bei weitem nicht aus. Manche jüngere Obdachlose wie Tobias Tietze besitzen deshalb selbst Laptop und Smartphone, oft noch aus der Zeit mit fester Adresse. Die Suche nach freiem WLAN stellt ihn aber vor neue Probleme. Denn in öffentlichen Bibliotheken kommt er mit Rucksack und Isomatte nicht rein. Und das WLAN in Cafés ist meistens nur für zahlende Kunden gedacht. Hier in der ganzen Hamburger Innenstadt gibt es 4 Stellen, wo wir Obdachlose Internet nutzen können, ohne dass man uns anmeckert oder wegschickt oder sagt, was wollt ihr denn hier? Und das ist wirklich zu wenig. Tietze ist ein begeisterter Gamer und spart sein knappes Geld für Technik. Sogar einen eigenen Stromgenerator besitzt er. Bei Regen wickelt er alles in Mülltüten. So kann Tietze beinahe immer online gehen, auch wenn er dabei unter der Brücke sitzt. Ich glaube, wir hatten -4 Grad, Regen und ich bin unter dieser Brücke angekommen, klitschnass. Und ich habe gegrinst, weil ich wusste, jetzt kann ich mich gleich hinsetzen und daddeln. Es war Wohlfühleffekt im absoluten Scheißsein. Aber das Netz gibt ihm sogar noch mehr als eine Auszeit vom harten Alltag auf der Straße. Denn ständig mustern Passanten Obdachlose. Mit einem Blick fällen viele ihr negatives Urteil über den Menschen unter der Brücke. Im Netz aber kann Tietze selbst bestimmen, was und wie viel er von sich und seinen Lebensumständen preisgeben will. Und so kann er online wenigstens kurzzeitig das Stigma der Obdachlosigkeit hinter sich lassen. Man wird verachtet, wenn man auf der Straße ist. Du wirst schräg angeguckt, es werden Vorurteile gehabt, es wird erstmal gesagt, du wirst nicht gearbeitet, man geht nicht arbeiten oder der nimmt doch Drogen oder der nimmt Sonstiges. Das habe ich im Internet alles nicht. Die Leute sehen mich nicht, die Leute sehen nur das Profil, was ich jetzt habe und auf das lassen sie sich erstmal ein. Auch Max Brian findet schließlich Menschen, die keine Vorurteile gegen Obdachlose haben. Seine Radtour endet auf dem Gartenhof. Die Betreiberin nimmt ihn auf und schnell ist klar, was Brian auf seiner Tour gelernt hat, bloggen, fotografieren, filmen, das kann auch für den Gartenhof nützlich sein. Und so arbeitet Brian heute an einer Chronik über die Geschichte des traditionsreichen Anwesens. Außerdem hat er die Idee, zukünftig Workshops für Obdachlose anzubieten und sie fürs Internet zu begeistern, um dort mit Klischees über Menschen auf der Straße aufzuräumen, so wie er. Also ich hatte die Hoffnung, mit dem, wenn ich das blogge und die Geschichte einfach erzähle, dass die Leute auch einen anderen Blick für die Obdachlosen kriegen, dass sie sehen, nicht jeder, der obdachlos ist, muss auch als solcher zu erkennen sein. Die Geschichte von Brian zeigt, das Internet kann eine Chance für Obdachlose sein, ihre Mitmenschen auf sich aufmerksam zu machen. Es kann zum Hinschauen und Helfen bewegen. Gleichzeitig bietet es, wenn nötig, den Schutz der Anonymität. Darüber hinaus schätzen Obdachlose das Netz aber aus denselben Gründen wie alle anderen Menschen auch. Und nutzen es vor allem als Kommunikationsmedium, Informationsquelle und Zeitvertreib. Und genauso selbstverständlich wie die Nachfrage obdachloser Menschen nach Zugang zum Netz ist, genauso selbstverständlich sollte auch das Angebot für diese Bevölkerungsgruppe sein.